Hallo und herzlich willkommen zu meinem Jubiläums-Quick-Guide. Nummer 10 haben wir jetzt erreicht, diesmal mit einem ganz besonderen Flipper, ein emotionaler für mich, dem alten KISS-Flipper. Ich habe ja schon in meinem ersten Video erzählt, dass das damals in den 80ern der Flipper war, den mein Vater damals für uns gekauft hatte. Ihr seht das auch schon, es ist eine ältere Generation, es gibt keine komplizierten Missionen, die ihr hier erfüllen muss. Es macht einfach Spaß, ihn zu spielen und er sieht einfach gut aus. Genug geredet, wir starten das Spiel, ziehen die Kugel ab und fangen an zu zocken. Als allererstes solltet ihr probieren, den Skillshot zu kriegen. Ihr seht das hier, das ist jetzt ganz oben. Ihr solltet probieren, direkt in der Mitte den Schuss mitzunehmen, weil damit könnt ihr rechts unten nachher so einen Ballsave öffnen, der sich am Ende des Balls aber auch wieder schließt. Ihr solltet sozusagen schnellstmöglich das oben holen. Ihr könnt oben aber auch noch die KISS-Buchstaben buchstabieren. Das könnt ihr dann auf dem Backglas nachher betrachten, welche ihr schon habt. Das hier ist auch das deutsche Backglas. Ihr könnt euch mal die amerikanische Originalversion anschauen. Da sehen die S-Buchstaben etwas anders aus. Wenn ihr wieder nach oben hin wollt, links und rechts habt ihr die Loops. Da seht ihr Gene Simmons und seine Zunge. Dann kommt ihr da wieder hin. Was ist Ziel des Spiels? Ihr seht das hier unten ganz einfach. Ihr müsst den Super-Kolossal-Bonus erreichen. Erreichen. Wie mache ich das? Ihr könnt hier unten links erstmal das K, oben links das I und dann auf der rechten Seite oben das eine S und unten logischerweise das vierte S. Dann habt ihr KISS buchstabiert und ihr könnt das dann in der Mitte in so einer Art Skala sehen. Das ist in dem neuen KISS-Flipper auch, den werden wir bestimmt auch noch mal irgendwann machen. Hier könnt ihr Spalten und Zeilen sammeln, die extra Punkte gibt. Wenn ihr dann am Ende der Kugel seid, kriegt ihr sozusagen jedes Lämpchen nachher noch als Punkte draufgerechnet. Hier, ihr seht das, hier wird es abgezogen, draufgerechnet, super. Was kann ich noch machen? Hier rechts in der Mitte habe ich A, B, C, D. Die können wir treffen, um die zu beleuchten und dann wird ein Bonus freigeschaltet. Wenn ich das dann nochmal abräume, dann kriege ich den Bonus auch. Hier könnt ihr sehen, welcher es ist. Jetzt haben wir erst Bonus mal 2, dann den Extraball, dann das Special. Bonus mal 2. Immer als erstes sammeln, super wichtig. Auf der linken Seite haben wir auch nochmal ein paar Targets, die ihr abschießen könnt. Ihr kriegt Punkte. Wenn ihr alle 4 abräumt, dann wird auch nochmal ein Buchstabe hinzugefügt. Jo, ich möchte mich an der Stelle nochmal ganz herzlich bei Frank bedanken, dass ich bei ihm vorbeikommen durfte. Es hat mir wirklich Spaß gemacht, diesen Flipper nochmal spielen zu dürfen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und würde sagen, bis zum nächsten Mal.